Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Stray. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir sind mit Clementine immer noch im Gefängnis. Wir wurden verraten von Blaze. Und ja, wir müssen unseren BB-12 noch retten jetzt. Und hier ist natürlich alles voller Kameradrohnen. Das heißt, wir sind auf uns allein gestellt. So, mal schauen. Hier hoch komme ich nicht. Aber hier nach oben. Oh komm, das schaffst du ja. Sehr gut. Okay. Die Dinger bewegen sich auch noch. Nicht gut, nicht gut. Nach unten, nach oben. Da vorne ist auch die Kameradrohne. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier rüber? Ich kann in den Karton springen. Wenn ich jetzt hier durchrenne, kriege ich ja einen Schlag. So, die Kamera... okay, Moment. Und jetzt ganz schnell hier runter. Uiuiui, das war sehr knapp hier. Erstmal ganz schnell hier rüber flitzen. So, jetzt muss ich irgendwie dort reinkommen. So, dann muss ich wahrscheinlich irgendwo ein Kabel rausziehen. Komme ich jetzt weiter? So, du siehst mich ja nicht. Ach, ich muss... da war ein Schalter, Mist. Da war ja ein Schalter drin, damit ich das ausschalten kann. Den habe ich nicht gesehen. So. Wir sind natürlich in Alarmbereitschaft jetzt. Sehr logisch. So, jetzt muss ich irgendwie... Am besten dort runter, ne? Hier rauskommen. Okay. Am besten dort vorne durch das Fenster. So, du bewegst dich ja noch hier hin und her. Wenn du weg bist. Komm, verschwinde. So. Hier hinten durch. Genau. So, jetzt haben wir erstmal unseren kleinen Roboter wieder geholt. Aber uns fehlt die Tasche. Wo ich ihn transportieren kann, die ist weg. Bist du noch da, B12? Ah, sehr gut. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre, ganz allein. Oh, du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher.
Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Ja, komm, B12. Du kannst die auf jeden Fall öffnen. Sehr gut. Wir müssen uns hier mal ein bisschen umsehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu entdecken. Aber ich glaube, hier im Gefängnis gibt es einfach nichts, was wir... Ach, warte mal, hier oben ist irgendwas. Sonst hast du ja erschrocken, ne? Ach so, mit Steine kannst du das auf... Ja, komm. Mach das kaputt. Wir müssen halt aufpassen, dass man nicht... Okay, ich komme wahrscheinlich da nach oben, ne? Komm. Ja. Einmal bitte nach hier oben. So, jetzt müssen wir hier drinnen den Schalter drücken. Kann ich das hier aktivieren? Nein. So, Clementine, komm mal mit. Hier müssen wir jetzt aber noch irgendwie rauskommen. Ich hoffe doch mal, dass das aufgeht. Die Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zelle zu locken und sie dort einzusperren. Wie soll ich denn die Wächter in die Zelle sperren? Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wird neu gebootet. Er will mein Gedächtnis... Ich will mein Gedächtnis verlieren. Ich habe solche Angst. Pablo. Okay, Moment. Okay, ich muss den Wächter irgendwie in die Zelle locken. Tür benutzen. Na, wenn der eh mal hier drin ist. Komme ich aber nicht mehr raus. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vorbildlicher Bürger. So, komm am besten mal mit. Okay, der ist drinnen. Den haben wir eingesperrt. Ah, jetzt kannst du auch nach draußen kommen. Sehr gut. Das war aber nicht der Einzige, der hier rumschwirrt. Ich muss wahrscheinlich noch mehr ablenken. Und dort rechts gibt es wieder was. Das habe ich schon gesehen. Hier kann man sich was merken. Dieser arme Kerl. Er scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Kein Gefühl mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Oh, einiges haben wir verpasst. Einiges haben wir verpasst. Okay, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Kann ich mit dir reden? Kapon. Hey, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur noch 758 Jahre. Dann bin ich wieder frei. Okay. Muss wahrscheinlich erstmal hier aufmachen. Irgendwie. Aber ich habe ja hier zwei von denen. Das heißt, ich muss zwei hier reinlocken. Es wird natürlich richtig heftig. Eieiei, okay. Ich muss versuchen, erstmal eine Tür wahrscheinlich zu schließen. Und vielleicht kriege ich ja den einen dann weg. Oh mein, das wird... Das wird heftig.
Und dann mal der eine, ne, der ist noch nicht da drinne. Wenn ich den einen jetzt hier drinne habe. Ich muss die alle Bede ja. Ah nee, das ist natürlich nicht so richtig, nicht so gut, ja. So, jetzt haben wir so beide drinne. Ah nee, da ist noch offen. Schneller durch. Ach, Mist. Also ich muss das eine Tür zumachen. Ich kann ja unten durchrennen als Katze. Ich muss ja die Tür nicht auf und zu machen. Mensch. Ach ja. So. Okay. Komm, ich muss die beide ja reinkriegen. So, jetzt mach zu. Jetzt sind so, glaube ich, beide da drin. Puh, jetzt kann ich mit dir nochmal reden. So, das haben wir nun schon zweimal gehört. Aber die Drohnen sind erstmal weg. Oh, hier hinten ist noch einer. Wer bist denn du? Ah, was du da gemacht hast? Das war lustig. Das war nicht lustig. Wir wollen ja hier noch aus dem Gefängnis entkommen. Also da kann ich definitiv durchgehen. So, du kommst jetzt hier nicht weiter, oder? Aber ich komme ja hier unten durch. Ja, ach ja, ich muss hier kommen. Sehr gut. Ich hoffe doch mal, jetzt kommen nicht noch mehr Drohnen hier, die mich hier verfolgen. Da steht zumindest Exit dran. Diese Tür, die ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Okay. Ah, warte mal, hier kann ich doch, glaube ich, wieder kratzen, oder? Ja. Und miauen kann ich auch. Gut. So, ich muss irgendwie dort... Warte mal, hier ist ein Schlüssel. Wir haben Glück, sie haben den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lassers. Du sollst in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Ach so, du fährst und ich soll draufspringen oder was? Sehr gut. So, ich bin auf jeden Fall erstmal in dem gesicherten Bereich. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich irgendwie diese Tür aufbekomme. Ach so, das war's wohl schon hier. Oh, das macht ja Krach, ne? Das macht natürlich Krach.
Komm schon, komm schon. Schön hinterher rennen. Lasst mich raus. Oh, das gibt's nicht. Ein Schlag und wir sind erledigt. Boah, aber die verfolgen ja das Auto. Vielleicht habe ich ja Glück, dass die mich dann nicht verfolgen. Okay, Moment, Moment, Moment. Habe ich sie jetzt abgelenkt? Könnte gut möglich sein. Aber ich muss da hinten drauf, ne? Jawohl. Okay, das hat geklappt. Und Clementine und Felix entkommen aus dem Gefängnis. Einmal am Club vorbei. Und jetzt werden wir gesucht. Das sind überall hier in der Stadt wahrscheinlich diese Drohnen, ne? Aber wir haben sogar ein Versteck. Oh, jetzt hast du mich eingesperrt, oder? Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen. Wenn du die Wächter auf den. Wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwelt steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Oh nein, Clementine, du wirst dich doch nicht etwa opfern. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. U-Bahn-Schlüssel, neuen Gegenstand errungen. Geh jetzt, ich behalte dich in meinen Erinnerungsspeicher, kleiner Außenweltler. Ah, da kommen sie. Ich denke mal, sie schafft's nicht. Oder? Okay, wir sind wieder auf uns allein gestellt. Was ist das denn hier? Wasser. Kann ich noch irgendwas? Kann ich mir noch irgendwas merken? Oder kommen wir jetzt etwa schon in die Außenwelt? Oh, hier ist keiner mehr. Hier saß doch die Oma, ne? Aber ich kann hier unten durch. Ah, wir sind wieder am Anfang. Okay. Das ist die U-Bahn. Alles klar. So, ich brauche den Schlüssel. Aber hier kann ich nichts machen. Aber kann ich den Schlüssel hier unten etwa benutzen, wo wir hergekommen sind? Hier wollte ich ganz am Anfang ja schon was reinpacken. Also erstmal auf jeden Fall die Batterie hier rein. Ach, die habe ich ja auch noch. Stimmt. Neko Corporation. Und die U-Bahn ist betriebsbereit. Okay. Das heißt, der Strom ist angeschaltet und wir können jetzt diesen dunklen Bereich wieder verlassen. Ah, schön. Schön, schön. Hier kann ich nichts machen. Das Tor eigentlich offen? Nee. Okay, U-Bahn benutzen. Schlüssel auswählen. Soll das schon unser Weg in die Freiheit sein? Werden wir unsere Familie wieder treffen? Kontrollraum. Okay, also hier hinten komme ich nicht raus. Ich kann zurzeit auch nichts machen, denke ich mal. Wir sind auf jeden Fall ein ganzes Stück jetzt noch draußen gekommen. Aber sind wir jetzt schon in der Außenwelt? Okay, die Türen öffnen sich.
Oh, wer bist du denn? Hallo, wie kann ich dir helfen? Gehilfe 4774, also da komme ich nicht zurück. Hier kann ich nichts machen. Ja, dann werden wir uns mal jetzt hier ein bisschen umsehen. Soll das wirklich schon die Außenwelt sein? Da komme ich nicht durch, da ist nur ein Feuerlöscher. Hier komme ich nicht nach oben. Hier sind weitere Automaten, bei denen ich nichts machen kann. Okay, dann haben wir nur noch eine Möglichkeit. Und zwar hier in diese wunderschöne... Weil hier sieht so sauber aus. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 999. Mhm, Bewohner der Mauerstadt. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich kann sogar Tapsen machen. Das ist ja cool. Aber ansonsten... Wallet City 99. Was wird uns hier erwarten? Oh mein Gott. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 999. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelchen Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mhm. Im Kontrollraum soll ich mich melden. Hallo, wie kann ich dir helfen? Gehilfe. Warte mal, Control Room ist dort hinten. Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Oh mein Gott, das ist die Stadt. Da unten waren wir überall. Die haben einfach eine Mauer rundherum gebaut und haben die ganze Stadt abgeschottet. Ja, wie eine Kuppel. Das ist doch wie bei Simpsons, oder? Da gibt's auch, da haben sie auch eine Stadt abgeschottet. Springfield. Mit einer Kuppel. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an den rezitierten... Naja. Ihr mit euren... Ingenieur im Kontrollraum, an die ich mich hier wenden soll. Ach, das ist so wunderschön. Aber ich würde sagen, bevor wir in den Kontrollraum gehen... Machen wir hier einen Cut und machen im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.